So, moin moin, weiter geht's mit einer weiteren Folge Fallout Shelter. Okay, ich habe momentan nicht genug Kronkorken. Das ist nicht so gut. Also ich habe nicht genug, um den wieder zu überleben, sagen wir es mal so. Ah, hier haben wir noch eine schwangere Dame. Zack. Habe ich jetzt immer noch nicht genug. Also ich kann jetzt auch nichts ausgeben oder sowas. Sorry. Geht nicht, sonst habe ich nichts mehr. Gut, das ist jetzt scheiße. Ist der Ödling gestorben, 5 Schaden erlitten. Nach 7 Stunden ist er schon gestorben. Aber er hat genug Waffen, um den Bunker halbwegs zu versorgen. 3, 6 Waffen hat er. Und eine brauchbare Rüstung. Ja gut, dann ist es. Scheiße, scheiße. Die werden jetzt alle umbringen. Meine Güte, ey, ich will die Alte haben. Habe ich hier noch jemanden, der bewaffnet ist? Sammeln. So, und der kriegt jetzt das Luftgewehr. Na komm, der hat nur ein Schwert, also der sollte eigentlich sterben. Oben ohne ist er auch noch. Das heißt, er hat eine Schwächung in der Brüstung. Oh. Kommt schon. Das ist ein Mann, den werdet ihr aber zu viert schaffen. Jetzt ist er tot. Tja. Kostenlose Transportbox.
Das ist doch was Feines. Den Hund hatte ich auch noch nicht. Trainingszeit dauerhaft. Ja gut. 375 brauche ich immer noch. 55 Kronenkorken. Und er hat auch noch 650. Oh Mann. Es sind alle wieder da, wo sie vorher waren. Das ist gut. Keiner ist gestorben, das ist schon mal das Wichtigste. Außer er hier. Aber egal. Jetzt muss ich wohl darauf warten, dass meine Leute Kronkorken kriegen bzw. aufsteigen. Ist irgendwer bald soweit? Eine andere Möglichkeit, jetzt Kronkorken zu sammeln, habe ich erstmal nicht. Die könnte bald soweit sein. Ach du Scheiße. Sowas ist natürlich deprimierend, wenn man nicht genug Geld hat. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der kurzen Folge. Es ist jetzt nicht so viel passiert. Also, dafür ist die Folge halt zu kurz. Aber wir wurden ja angegriffen, haben den Typen verloren, den wir sammeln geschickt haben. Und ja, das war's eigentlich. Gut, dann lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Kommentar eventuell auch. Und dann bis zum nächsten Mal.